Hallo Leute und willkommen zurück zu Enders West 2 mit den Nakadim. So, wir sind im Krieg mit den Quavern und mit den Rissgeborenen. Aber den Quavern haben wir halt hier entsprechend eine Flotte postiert. Die sollte damit zurechtkommen. Und wir schicken hier auch nochmal eine Sonde aus. Was wir hier auch noch machen können. Können dann hier das Wabenteleskop bauen. Beziehungsweise wir kaufen uns das sogar. Dann bekommen wir plus 5 Sichtweite. Haben wir mal in der nächsten Runde sehen, dass sich der Kreis hier erweitert. Dann sehen wir halt früher, wenn die Quaver hier rüberfliegen. Und auf der anderen Seite mit den Rissgeborenen. Ah, da haben sie hier eine kleine Flotte losgeschickt. Und ja, schicken wir jetzt mal hier. Da können wir noch ein Upgrade ausführen. Das machen wir. Dann haben wir fast keine Credits mehr. Aber wir bekommen richtig viel dazu pro Runde. Das liegt vor allem daran, dass wir hier dieses Gesetz haben. Plus 5 das auf ursprünglich Imperiumsbevölkerung. Und von den Nakadim haben wir halt jetzt schon reichlich. Aber hier die Flotte ist getarnt, oder beziehungsweise das einzelne Schiff. Und hier, da ist noch irgendwo ein System, das wir nicht sehen. Fliegen wir da noch rüber. Neuer Bevölkerungsansammlungsbonus für die Nakalim-Bevölkerung. Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt 54 Nakadim und kommen beim 50er für den 50er Bonus das 5% Ressourcenzehnte auf für die Akademie konvertiertes System. Da haben wir halt noch nichts, aber das sieht so aus. Wir haben ja hier unsere Planeten mit Tempeln. Und wenn wir hier die anderen Systeme in Reichweite haben, dann müssen wir mal schauen, dass wir da was an die Akademie abgeben. Und hier auch. Schauen. So. Ein Kampf gegen die Quaver. Wo sind die Quaver? Da. Die haben alles zusammengelegt und sich von der letzten Schlacht geheilt. Tja. Das ist der Held, der diese Flotte kommandiert, jawohl. Ist natürlich perfektes Timing, da können wir jetzt noch ein Upgrade durchführen. Ja, den Schaden erhöhen unserer Flotte. Und mit dem Wabenteleskop, das sieht man halt jetzt hier. Der Kreis ist viel größer geworden. Hätten wir das Wabenteleskop in der letzten Runde schon gehabt, dann wären wir hier wahrscheinlich nicht überrascht worden, weil die Quaver halt entsprechend langsam sind und 5 Bewegungspunkte. Ja, ich denke mal, das hätten wir dann vorher schon gesehen. Ja, das gucken wir uns alles später an. Und hier ist halt die Schlacht.
Heilen und reparieren können wir da nichts mehr. Ja, das wird jetzt spannend wahrscheinlich. Gut ist halt, dass die Quaver keinen Helden haben und wir haben einen. Tja. Die Quaver haben halt hier jetzt schon diese etwas fortschrittlicheren Schiffe mit 3 Befehlspunkten. Und ja, hier. Dieses Schiff. Mit 12.500 Lebenspunkten. Und die haben auch 10.600. Tja. Also ausgeglichen von der Gesamtstärke. Zumindest was jetzt die automatische Berechnung angeht. Dann sind die Quaver viel stärker, was Energiewaffen angeht, als wir. Und wir sind auf lange Distanz überlegen. Was werden die dann einsetzen? Ah, wir kriegen hier keine Wahrscheinlichkeit angegeben. Also da können die mit allem kommen. Kann man nichts dran ablesen. Tja, Energie für die Schilder. Dann werden wir tendenziell erstmal auf langer Distanz. Sind wir denn wirklich auf langer Distanz so gut? Wir haben noch überall Raketenverteidigung dran. Also nicht, dass wir jetzt hier einer Statistik vertrauen, die uns in die Irre führt. Also, ich weiß nicht. Sind die Gegner einfach auf lange Distanz so schlecht, aber hier die großen Schiffe auf jeden Fall nicht. Ja, wir haben hier kleinere Schiffe, die auf kurze Distanz effektiv sind. Aber das ist gut, dass wir uns das jetzt nochmal so detailliert angeguckt haben. Weil diese Statistik, die gewichtet nicht nach der Stärke der einzelnen Schiffe. Ja, und das ist ja wesentlich ausschlaggebender hier, auf welcher Distanz jetzt dieses große Schiff effektiv ist, als dieses kleine Schiff. Das kann man ja vernachlässigen. Und ja, wir sehen halt bei uns. Ganz oft auf kurze Distanz effektiv. Ah, wir müssen auf kurze Distanz ran. Die großen Schiffe, die sorgen halt leider hier für ah. Energieschaden. Können mal was machen. Und zwar wir packen nur ein kleines Schiff in die erste Flottille. Aber damit wir da nicht sofort ein negativ einen Malus bekommen. Und dann
Machen wir 3 und 2 stark. Er kann auch einen Aufseher oben reinpacken. Da verhindern wir den Moralbonus noch ein bisschen länger. Ah. Na gut, den wollen wir eigentlich auf kurzer Distanz haben, ja. Ja gut, wir werden es sehen. Und los geht's. Ja, das werden wir. Das wird schmerzhaft. Und sie bekommen Absorption Rumpfpanzerung auf ihre Schilder. Also sie haben die gleiche Taktikkarte wie wir. Ja, unten auf ist er schon kaputt. Ja, in der mittleren Auseinandersetzung sind wir natürlich deutlich überlegen. Und dann haben wir jetzt einen Bonus, das ist natürlich schön. Plus 10% Schaden und plus 5% Präzision. Aber da unten wird uns viel zerschossen. Ja. Das ist natürlich super, dass das Schiff hier noch überlebt hat. Aber unsere untere Flottille wird komplett zerstört. Und jetzt können die Querweite bei uns in den Rücken schießen. Und wir können uns nicht verteidigen. Ja, und alle drei großen Schiffe der Quaver haben überlebt. Wir bekommen aber aufgrund unserer Taktikkarte, aufgrund unserer Politik, bekommen wir 800 Last und 800 Forschung. Ah, und wir haben auch viel Erfahrung erhalten. Wie viele Befehlspunkte haben der denn noch? Der haben noch 10. Ah, okay. Ja, mit 10 kann man halt alle drei Flottillen aufstellen. Ah, okay. Ach, die sind getarnt. Wow. Ja. Die sind getarnt. Wahnsinn. Da brauchen wir... Antitane 1 eventuell. Vielleicht auch schon was Besseres. Ja, na gut, dann haben wir hier das dritte Schloss freigeschaltet und dann können wir eventuell auch Antitana 2 freischalten. Vielleicht sehen wir deshalb diese Piraten auch nicht. Die getanzt sind. Ah, wer weiß.
So, ja, hier müssen wir uns aber jetzt was überlegen. Weil. Ah, wenn wir nochmal gegen diese drei großen Schiffe kämpfen müssen. Brauchen Credits. Ah ja, Titan und Imperium verkaufen. Doch ein bisschen Adamantian. So. Reparieren. 3795. Aber das muss sein. Ein paar Sonden ausschicken. Dann haben wir es hier noch ein Aufseher. 2000. Ah, ist halt nichts mehr wert hier. Also müssen wir schon strategische Ressourcen ausgeben, um hier noch was zu machen. So. Ja, dann haben wir nächste Runde wieder drei Aufseher. So normal bauen dort hier halt noch ewig. Und keine Freude auf. Ah. War alles noch zu schwach. Die möchten wir natürlich dieses Wunder zu Ende bauen. Okay. Da verlieren wir keine Runde, wenn wir jetzt hier den Junker bauen. Und die Planeten. Ja. Das heißt, wir werden hier was hinschicken. Nach Arveni. Ach, nehmen wir ruhig zwei. So. Da ist nochmal eine Flotte. Wieder mit 18. Sechs von sechs Bewegungspunkte. Ah, okay. Horatio belagert hier, wir sehen kein Horatio. Wahnsinn. Da sind die getarnt. Ich völlig vernachlässigt, das mit der Tarnung. Also, dass sich ja auch die Gegner tarnen können. Selbst sind wir ja auch getarnt. So, fliegen wir nochmal hier rüber. Sonden auf jeden Fall verwenden.
Noverus erfolgreich gehackt. So. Ah, da sind wir mit unseren 1800 Einfluss auf Platz 2. Das Ganze dauert noch 11 Runden. Jetzt können wir halt sagen... Beiträge erhöhen. Da kriegen wir dann von unseren 1800 5%. Also 90 Einfluss dazu. Ohne dass wir die 90 ausgeben müssen. Oder Punkte für Heldenfreischaltung verdienen. Ja, wir nehmen hier Beiträge erhöhen. Steht hing. You have more to say? Oh. Das reicht aber noch nicht. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Graver hier spätestens anders noch bekommen. Sind stark genug. Und dann hacken wir hier nochmal. Jawohl. Und Beschleuniger. Ja, da müssen wir hoffen, dass wir damit den nächsten Kampf noch schaffen. Okay. Und da werden wir wieder von den Quabern angegriffen. Hoch ab. Erfolgreich gehackt. Ja, also die Craver greifen uns an, obwohl wir jetzt an sich ein bisschen stärker sind. Und die Craver kommen auf 10 Befehlspunkte. Das heißt, wir könnten theoretisch... Ach, wir haben keine 10 Befehlspunkte mehr. Ja. Ja. Die können ja theoretisch noch die dritte Flottille befüllen. Und wenn die wieder die gleiche Taktikkarte nehmen, machen die das wahrscheinlich auch. Gut. Ah, wir stecken einen Aufseher nach oben. Den Rest in die zweite und auf Schildkröte. Und dann Daumen drücken. Ja, haben sie wieder genauso gemacht. Und da müssen wir jetzt mal hoffen, dass wir innerhalb der ersten zwei Phasen, wo wir hier noch schießen können, da viel Schaden machen. Die Quere haben Moralbonus von Anfang an. So. Kein Moralbonus mehr. Jetzt haben wir einen Moralbonus. Tja. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass sie uns in den Rücken schießen können. Das noch ziemlich lange. Okay, jetzt haben sie so einen kleinen Schnecker gemacht, dann konnten wir auch für uns wieder wehren. Ganz interessant.
Ah, das hier ist eine Materialschlacht. Wahnsinn. Aber wir haben wieder das und Forschung dazu bekommen. Tja, was aber überhaupt nicht gut ist. Was wir ja gesehen hatten, dass da oben wieder eine Flotte mit 18 Befehlspunkten unterwegs ist. Ja, wir bräuchten Frieden mit den Frostgeborenen. Dann könnten wir uns mehr um die Craver kümmern. Könnten wir die Flotte mir auch noch mit rüberziehen. Ja, wir haben halt hier zwei Baustellen. Einmal hier die Wissenschaft ankurbeln, was hier die beiden Planeten bindet. Und halt gegen die Craver. Schwierig. Hier können wir auf jeden Fall nochmal angreifen. Gegen den einen schlechter, dass wir den mitnehmen. Beziehungsweise muss ich halt zurückziehen. Ja, hier auf kurzer Distanz und oben nur ein Aufseher. Oh, nicht, dass ich mich da jetzt verschätzt habe. Aber nein, es wird schon gut gehen. Dann kriegen wir den durch den da oben halt einen Moralbonus direkt. Dann haben wir das. Und kriegen auch nochmal das in Forschung. Ja, die werden hier halt nur dabei sein, Kriegsschiffe zu produzieren, die Craver. Nichts anderes. Und der ist ein Lonika. Der bekommt entweder hier mehr Nahrung oder Nahrung und Industrie. Machen Nahrung und Industrie. So. Und dann. Ja gut, überlege ich mir mal, wie wir hier weitermachen, um dann nicht unterzugehen gegen die Craver. Das wird auf jeden Fall spannend. Nochmal 18 Befehlspunkte im Anflug. Irgendwo sind die. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.